Kollegen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Aaron News Germany. Ja, ich weiß, es hat ziemlich lange gedauert, aber gut, jetzt geht's endlich weiter. Aber es ist auch eine ganze Menge passiert. Ich bin umgezogen, ich wohne jetzt hier in Rauenheim in der Nähe vom Frankfurter Flughafen, der ist so 3 Kilometer nach da. Also ihr seht ja schon, ist ein anderes Zimmer und so. Muss noch so ein bisschen gucken, wie ich das mit dem Licht anstelle, aber ich glaube, für den Anfang ist es gar nicht schlecht. Seit etwa 3 Wochen bin ich ja jetzt auch bei der Condor in der Flugbegleiterausbildung und ich denke mal, ich mache da nochmal ein extra Video drüber, wie das Ganze so läuft. Da es ja wirklich den einen oder anderen zu interessieren scheint. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, dass es mir unfassbar viel Spaß macht, dass es echt eine super Atmosphäre ist und ja, ich fühle mich extrem wohl bei der Condor. Ansonsten ist newstechnisch auch echt einiges passiert und natürlich müssen wir anfangen mit dem Absturz eines Airbus A321, der Metrojet einer russischen Fluggesellschaft. Der Flieger ist auf der Sinai-Halbinsel in Ägypten abgestürzt, kam von Sharm el-Sheikh und es ist irgendwie ein ziemlich heikles Thema, denn mittlerweile wird immer klarer, dass das Ganze eine Bombe war. Das heißt, der Flieger wurde höchstwahrscheinlich gesprengt und dabei sind 224 Menschen ums Leben gekommen, was heutzutage doch echt ziemlich beunruhigend ist. Die Ermittler sind aktuell noch damit beschäftigt, ganz penibel alle Details aus den Aufzeichnungen der Stimmenrekorder und der Flugdatenschreiber und so rauszuholen, denn nicht allzu weit entfernte Unglücke mit explodierenden Dingen, wie jetzt beispielsweise MH17, haben gezeigt, dass teilweise auch Millisekunden auf diesen Sprachaufzeichnungen halt eben helfen können, den Fall aufzuklären. Und in der letzten Sekunde, die der Stimmrekorder vom A321 aufgezeichnet hat, hört man nun mal ein Bumm. Und laut den Ermittlern ist das kein Bumm, was von den Triebwerken verursacht werden kann, sondern das Bumm einer Bombe. Aber das Ganze löst den Fall natürlich noch nicht. Im Vordergrund stehen natürlich forensische Untersuchungen an Wrackteilen und die liegen immerhin auf einer Länge von 13 Kilometern. Laut ägyptischen Behörden ist es allerdings noch nicht genau klar, was denn nun wirklich dafür gesorgt hat, dass der A321 vom Himmel gefallen ist. Und da weiß ich irgendwie nicht so wirklich, was ich davon halten soll, denn irgendwie viel klarer geht die Sache doch nicht. Und gerade jetzt bei den aktuellen Ereignissen sieht man jetzt, was die IS aktuell fähig ist. Und es ist halt echt erschreckend und absolut widerwärtig, was dieser Haufen von Leuten so auf Basis einer Religion an Attentaten verursacht. Und ich meine, ein Vogel im Triebwerk wird es halt nicht gewesen sein. Auch ganz groß in den Medien war ja natürlich wieder Streik. Streik gab es nämlich die ganze letzte Woche bei der Lufthansa. Diesmal waren es allerdings nicht die Piloten, sondern die Flugbegleiter, die die Arbeit niedergelegt haben. Mehrere tausend Flüge, um genau zu sein, 4700 Flüge wurden in der letzten Woche von der Lufthansa nicht durchgeführt, was echt eine ganze Menge ist und was durchaus auch einige hunderttausend Passagiere betroffen hat. Scheißegal, ob Kurz- oder Mittelstrecke oder Langstrecke. Alles beschweigt. Der gute Herr Spohr befindet sich aktuell sicherlich in keiner einfachen Situation, denn in den letzten 10 Monaten gab es so viele Streikwellen bei der Lufthansa und das dürfte so für etwa 230 Millionen Euro Schaden gesorgt haben. Herr Spohr ist seit 18 Monaten im Amt und kämpft seitdem durchgehend mit Streiks, aber er knickt einfach nicht ein. Die Lufthansa muss radikal umgebaut werden, es muss eine ganze Menge Geld gespart werden und davon ist Herr Spohr wirklich fest überzeugt. Es gibt für ihn keine Alternative. Und ich glaube nicht, dass dieser Mann sich von irgendjemandem unterkriegen lässt. Aber Fluggesellschaften wie die Lufthansa bestehen halt nun mal nicht aus einem Mann. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was die Zukunft da bringen wird und wie sich die Lufthansa dort weiterentwickeln wird. Denn man muss auch dazu sagen, dass viele Leute mit der Lufthansa fliegen wollen. Die Erträge sind eigentlich gut, aber die Streiks reißen da halt immer wieder ein Riesenloch rein. Und so schwindet bei vielen Leuten halt auch wirklich das gute und zuverlässige Image der Lufthansa. Bei der Lufthansa landen mittlerweile immer mehr Verhandlungen einfach in irgendeinem Gerichtssaal und die Lufthansa scheut auch überhaupt keine Mühen, um jede rechtliche Lücke irgendwie zu finden, um halt ihre Tarifverträge zu verändern und um Geld zu sparen. Was man jetzt davon hält, ist natürlich jedem selbst überlassen und es würde mich auch durchaus mal interessieren, was ihr denn über die ganze Sache denkt. Und auch über die Stimmung bei der Lufthansa kann man eigentlich wirklich nur spekulieren, aber wo ich mir ganz sicher bin, ist, dass Herr Carsten Spohr seinen Plan ganz sicher durchziehen wird, egal wie lange das noch dauern wird, aber für ihn gibt es keine Alternativen und da wird er auch dranbleiben. Und jetzt wollte ich noch das ein oder andere coole zeigen und zwar gibt es jetzt die erste 787-9 für die KLM. Die Maschine bietet bei der holländischen Fluggesellschaft Platz für 294 Passagiere, sieht dazu auch noch gar nicht so schlecht aus und trägt zu allem Überfluss auch noch den hübschen Namen Sonnenblume. Die Maschine wird dann jetzt wohl bald die Strecke über Abu Dhabi nach Bahrain übernehmen. Aber ab Winter sollen dann neue Ziele dazukommen, unter anderem Rio de Janeiro und auch San Francisco. Damit wird auf diesen Strecken dann schrittweise der Airbus A330 ersetzt. Und vielleicht habt ihr das ja schon gesehen, einen Formationsflug der ganz besonderen Art und zwar mit einem Emirates A380 und 2 Leuten mit Jetpacks auf dem Rücken. Ja, tatsächlich wurde in 4000 Fuß Höhe ein Airbus A380 der uns nur zu gut bekannten Fluggesellschaft Emirates an der Küste Dubais entlang begleitet von 2 Leuten der Jetman Dubai. Das Ganze wurde monatelang vorbereitet und jedes Flugmanöver wurde ganz exakt geplant in so einem A380. 180 produziert nicht zu unterschätzende Wirbelschleppen und das wäre irgendwie doof gewesen, wenn das Ganze jetzt daneben gegangen wäre, denn das Ganze sorgte für wirklich beeindruckende Bilder. Ich verlinke euch das Video unten in der Beschreibung, das solltet ihr euch wirklich mal angucken. Und dann war es das auch schon wieder mit den News für heute. Ich gebe mir jetzt wirklich Mühe, dass jetzt wieder regelmäßig Videos kommen. Und es ist auch wirklich eine ganze Menge passiert, also ich muss echt noch ein bisschen was nachholen, aber versprochen, es werden wieder regelmäßig Videos kommen und es werden auch längere Videos kommen und so weiter. Hier könnt ihr euch jetzt nochmal eine Landung des Airbus A350 hier in Frankfurt angucken. Ich hab's ja jetzt echt, also ich hab's nicht weit bis zum Spotten, das ist echt cool. Ein guter Kollege von mir würde jetzt Wahnsinn sagen. Daniel, liebe Grüße an dich. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.